Hallo Minecraft zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Wir haben letzte Folge hier mega ordentlich Gas gegeben. Oh, dachte ich gerade, ich krieg da gar keine Strings raus. Dann machen wir aber folgendes. Dann infizieren wir da nochmal einen Baum. Weil wenn das so lange dauert, dann oder wenn ich keine 100% Erfolgschance habe, dann müssen wir da schon ein bisschen was machen. Ja, aber doch, da kommen schon einige Strings raus. Da können wir uns fast sogar noch ein Bett machen. Sind 19 Strings haben wir bisher. 20, 21, 22. Na, es geht doch. Und dann können wir uns diese Folge auch einen Sieve bauen. Oh, kam sogar noch mal. Vier Silkwürmer raus. So, die investieren wir gleich wieder. Ich wollte ja noch eins weiter rausgehen. Hier, ja. Ja, sorry Leute. So, dann können wir uns ein Sieb bauen. Wisst ihr noch, wie das ging? Ich schon. So. So. So und so. Und falsch. Ich muss ja erst noch das hier machen. Bei Coweb. Silk Mesh. So. Bam! Ich habe einen Oak-Sieve. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann hauen wir mal gleich die Erde hier durch. 3 Steine. 7 Steine. 4 brauchen wir für einen Stein. 10. 14. 16 wäre geil, dann hätte ich 4 Steine. Ich habe sogar einen Melonsamen. Den Pumpkin Seed. What the hell? Ist das geil. Bam, 6 Steine. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir können uns den Ofen machen. Ist das geil. Wir können uns einen Slab Furnace machen. Wir können uns den Slab Furnace machen. Dann können wir uns nämlich Fackeln machen, ja? Und dann müssen wir nicht die ganze Zeit Angst haben, dass hier irgendwo vielleicht was spawnt. So, jetzt lass mich kurz nachdenken. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Yay, Achievement. So. Ey, endlich geht's mal voran hier. Hier ist Slab Furnace. Und dann machen wir uns nämlich Charcoal. Und mit der Charcoal können wir uns Fackeln machen. So sieht es nämlich aus. Yay. Dann müssen wir noch hoffen, dass die anderen Bäumchen auch wachsen. Charcoal und Stick gibt 4 Torches. So, dann können wir hier nämlich ausleuchten. Das ist mir so wichtig. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwie irgendwas spawnt.
Warte mal, wir platzieren hier nochmal unser Equipment um. Alles ein bisschen eine Erleichterung, ja, das ist nicht viel, aber doch ein bisschen. Und das macht es dann umso schöner. Machen wir jetzt nochmal eine Doppelkiste. Einfach damit es schön aussieht. Hier gehört noch eine Fackel hin. Der Baum ist auch gleich soweit. Noch mal 6 Fackeln machen. Ne, wir machen nur die Hälfte an Fackeln. Da kommen Pflanzen rein und hier tun wir Holzzeug rein und anderes Equipment. Dann haben wir das gleich ein bisschen sortiert. Essen auch sehr wichtig. Wir haben noch gar nicht gegessen, seit wir angefangen haben. Was habe ich gesagt, da kommen Pflanzen rein. Und Holz gehört aber auch zu Pflanzen. So. Weil der Builders Wand gehört in die andere Kiste. Ich hätte gerne noch mal ein Bäumchen. Könnt ihr das mal ein bisschen hier veranlassen? Dankeschön, das ging ja wie auf Kommando. So mag ich das. Das Gute ist, mit den Strings können wir Wolle machen. Und mit der Wolle steht uns schon wieder so viel anderes offen, was wir craften können. Dass wir da einen richtigen Sprung nach vorne machen können. So. Wird man gleich mal gucken. Diesmal machen wir kein Dings da. So. Wie heißt's? Strings haben wir. Strings, wollte ich sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch mal ein Sapling krieg. Oder noch ein paar. Na, war wenig erfolgreich. Was die Saplings angeht, ja? Aber ist egal, wir haben... Wir können hier wieder einen Baum pflanzen und das ist viel wichtiger. Ah, Kürbis. Kürbis ist schon recht cool. Bing, 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 bing. Ja Leute, wie ihr hört, habe ich Musik im Hintergrund. Ihr könnt euch mal unten in den Kommentaren vergnügen und mir sagen, ob euch das gefällt oder nicht.
ist einfach irgendwie eine random Playlist von diversen YouTube-Musiken. Und ja, findet ihr es zu laut, findet ihr es zu leise, passt es von der Tonlautstärke oder muss ich daran nochmal arbeiten? Aber ich bin der Meinung, es passt, aber wie so oft kann auch sein, dass ich da falsch liege. Aber wir bräuchten noch eine Erde, dann könnten wir 4 Bäumchen hinpflanzen. So, was kann, wie viel kann der Croc? 118 Items. So, jetzt können wir uns eigentlich schon ein bisschen Gedanken machen, wie wir unsere Welt aufbauen werden. Also ich werde diverse Plattformen bauen, ich weiß nur noch nicht genau wie. Ob ich die nach oben bauen soll, also generell hier jetzt schon anfangen soll, ob ich nach oben gehe. Das muss ich mir noch überlegen. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich in die anderen Welten kommen soll. Obsidian, Lava. Ja, ich muss... Friends Guide, okay. Ich muss irgendwie Lava herstellen. Auto Heavy Seed. Manual in a Heavy Box. Okay. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Sieve und einem Heavy Oak Sieve? Was ist der Unterschied? Geht der dann schneller? Könnte natürlich sein. Ich werde mich mal an den Ausbau machen. Ich habe einfach Bock hier noch ein bisschen zu vergrößern. Ich hoffe mal, ich finde den richtigen Abstand von den Blöcken, dass es hier aussieht wie rund, sage ich jetzt mal. Das ist ja immer so eine Kunst hier in Minecraft, rund bauen. Jetzt los. Ich glaube, ich kriege das immer ganz gut hin. Damit auch schon viel experimentiert und von dem her fällt mir das relativ leicht, so annähernd rund zu bauen, wie es eben in Minecraft möglich ist. Bin ich am überlegen, wie wir weiter bauen sollen. Wir bräuchten mal eine Baumfarminsel. Auf jeden Fall. Überlegen, ob ich vielleicht rausgehe und dann ringsrum immer nach oben baue, eine Plattform nach der anderen. Wenn ihr dazu irgendwelche Ideen habt, dann schreibt mir die doch einfach in die Kommentare, dann habe ich es einfacher.
Und vielleicht wird euer Vorschlag hier auch umgesetzt. Auf jeden Fall, ja, eine der erfolgreichsten Folgen überhaupt. Wie gesagt, wir haben den Slab für den Furnace gebaut, wir haben Fackeln, wir haben Strings. Und genau, wir können uns noch ein Bett machen. Ups. 9 Wolle. 3 brauchen wir jetzt mal. Den Rest heben wir uns auf. Was ist das? Woven Cotton. Wofür braucht man das? Keine Ahnung. Wir können auch gleich noch schlafen. Dann ist nämlich auch unser Spawn gesichert. Was ist das? Beacon? Bacon? Das sieht so aus wie ein Bacon. Jawollo. So. Also Leute, das war's von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory vom FTB Launcher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier nochmal. Ich lasse das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.